Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, die vergangenen Wahlen waren ja meistens nicht so toll für uns. Da haben wir uns ja nicht selten auch mal halbiert und so. Und als ich seinerzeit gehört habe, dass das Verfassungsgericht sagt, nochmal zur Wahl, da ging mein Herz in die Hose. Und da habe ich gesagt, oh Gott, jetzt steht uns was bevor. Aber dieser Landesverband hat in 90 Tagen einen Wahlkampf abgeliefert, den ich so noch nicht erlebt habe. Und ich habe einige Wahlkämpfe erlebt. Und das im Winter. Und da will ich einfach mal sagen, ihr seid Rockstars. Insofern kann ich nur Danke sagen. Danke an die Mitglieder unseres Landesverbandes, danke an all diejenigen, die das möglich gemacht haben, auch an die Bundespartei, an die Unterstützung aus den Landesverbänden von der Bundesebene, die wir bekommen haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ich finde das ganz großartig. Und auch wenn die Spreizungen in den Umfragen noch nie so groß waren, auch die Spreizungen in den Prognosen noch nie so groß waren und wir sicherlich noch 2 Stunden gucken müssen, aber wenn es das ist, was am Ende bei rauskommt, dann sage ich, dann haben wir ganz schön was geleistet. Danke euch.